Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren. Knapp 22.000 Menschen haben für den Ratentscheid unterschrieben, damit in Kassel die Radwege ausgebaut werden, damit auf Neben- und Hauptstraßen durchgängige und einheitliche Routen gefahren werden, damit Radfahren sicherer wird, damit die Luft sauberer wird, damit der Flickenteppich in Kassel und die Versäumnisse der letzten Jahre endlich aufgeholt werden und sich niederschlagen in einer eigenständigen Planung, einer nachprüfbaren Umsetzung, einer Planung, die nicht nur auf dem Papier in schönen Konzepten ausgearbeitet wird, sondern auch unterfüttert ist mit finanziellen und personellen Mitteln. Diesen Aufbau des Radverkehrs macht man nicht nebenbei, wie es in den letzten Jahren vielleicht versucht worden ist. Eine eigenständige, transparente und entschlossene Planung und Umsetzung ist dafür notwendig. Und genau das haben die Aktiven des Ratentscheids mit ihren 8 Zielen vorgelegt. Erarbeitet in monatelanger Arbeit mit Verkehrsplanern, anwaltlicher Beratung und Fachverbänden. 22.000 Menschen haben unterschrieben und die Ziele und den Handlungsbedarf bestätigt. Das sind 10% der Bevölkerung. Und es ist ein großer Erfolg bereits jetzt, dass der Radverkehr, früher stiefmütterlich in dieser Stadt behandelt, inzwischen eines der Hauptthemen ist. Und deswegen erstmal herzlichen Glückwunsch an die Initiatoren. Macht weiter und gebt nicht auf, bis sich tatsächlich die Situation verbessern kann. Der Magistrat, nun leider nicht überraschend, will den Entscheid als unzulässig zurückweisen. Wir hatten als Fraktion Beratungsbedarf angemeldet, auch die Initiatoren hatten ja um Schiebung gebeten. Aber wenn das Schieben wegen Beratungsbedarf sonst gerne genutzt wird, Zeit zu schinden und gesagt wird, es ist guter Usus, wenn eine Fraktion Beratungsbedarf hat, dann schiebt man, es ist in diesem Fall verwehrt worden. Und so schwer es Ihnen fallen mag, der Vorlage des Magistrats zuzustimmen, Herr Jürgens, wäre es ein leichtes gewesen, hier dem Wunsch der Initiatoren nachzukommen. Da das Urteil des Magistrats, dass es nicht überraschend ist, zeigt sich auch in den Formulierungen der Prüfung. Es wurde ja auch mehrfach jetzt schon genannt. Insgesamt gibt es ja 3 Punkte, gerade der 2. ist dabei für uns sehr an den Haaren herbeigezogen. Darin wird kritisiert, dass manche Begriffe unbestimmt seien, die einen zu fachspezifisch, die anderen zu laienhaft. Und besonders deutlich ist es ja an dem, was bereits angesprochen wurde, an dem Wort attraktiv geworden, wo wir auch im Ausschuss nochmal nachgefragt haben, was daran ist denn unbestimmt, wenn das direkt im Anschluss als einheitlich und gut erkennbar konkretisiert wird. Und die Antwort war allen Ernstes, weil dazwischen ein Punkt ist, weil es 2 Sätze sind. Deswegen ist es unbestimmt. Das wirkt schon etwas, als hätte man danach gesucht. Bei der Kostendeckung nun stehen 2 Schätzungen gegenüber. Und auch hier am Beispiel der Radabstellanlagen wird deutlich, dass eine bewusste Hochrechnung vorgenommen wurde. So wäre ein Ratentscheid für 1000 Felder Abstellanlagen gefordert und wenn möglich mit Überdachung und weiterer Infrastruktur. Gerechnet wurde aber für 1000 Bügel und nicht nur für 500, die dafür notwendig wären und alle mit Überdachung. Der Ratentscheid fordert sichere Kreuzungen und geht dabei unter anderem werden auch nicht Signalanlagen genannt. Die Stadt macht daraus, dass die Zuständigkeit beim Oberbürgermeister und damit der Kreisordnungsbehörde liegt. Das mag für die konkrete Signalanlage richtig sein. Im gesamten Punkt des Ziels ist aber durchaus die Frage, wo man den Schwerpunkt drauf legt und ob der Schwerpunkt nicht dabei ist, Kreuzungen sicher zu machen. Ich selbst bin keine Juristin und am Ende werden Juristen darüber entscheiden, welcher juristische Standpunkt der richtige ist. Für uns als Fraktion sind es aber genügend Zweifel, um dem Vorschlag des Magistrats einfach zuzustimmen. Vor allem macht es deutlich, wie hoch die Hürden für ein Bürgerbegehren sind. Daran muss sich dringend etwas ändern. Ich vergleiche mir jetzt auch hier an dieser Stelle auf die Vorlage des Magistrats, die ja bereits mit dem Gutachten in den Geschäftsgang gepackt wurde, darauf einzugehen. Die Vorlage, die Sie jetzt vorliegen, würde keine einzigen Anforderungen an ein Bürgerbegehren standhalten. Sie wäre auf den ersten Blick wesentlich rechtlich zulässig, so wolkig wie die Formulierungen da drin sind. Wir lehnen daher die Vorlage ab und stehen weiter hinter den Zielen des Ratentscheids. Und wenn nicht über den Entscheid liegen die gewünschten Ziele inklusive der notwendigen finanziellen und personellen Mittel, die notwendig sind, auf dem Tisch. Wer also heute sagt, er teilt die Ziele und stimmt nur wegen der rechtlichen Frage mit dem Magistrat, wird sich im nächsten Schritt daran messen lassen können, wie viel Geld zur Verfügung steht. Und da muss an die Vorlage, die im Moment vom Magistrat vorliegt, tatsächlich nochmal eine Null dran.